einer weiteren Folge hier auf der Karte von Thüringen. Ja, wir machen jetzt weiter und bringen uns das Gras weg und versuchen nachher Pferdegras zu bekommen. Das heißt, wir müssen durch den Wald durch, beziehungsweise den Weg nehmen, mit dem Weg durch den Wald durch Thüringen. Naja, würden wir auch durchkommen, ne? Aber wie gesagt, der hat ja extra einen Weg dafür gemacht, der liebe Kastler, und dann geht er durch und den Wald, ne? Durch die Natur. Müssen wir die Tiere aufschrecken, ne? Bei Kennel und Kopf, da haben wir Rehe und Hasen, ne? Kaninchen, Hund und Katz. Haben in dem Sinne keine Funktion, aber wie gesagt, der KI-Fahrer, der bremst auch mal ab, wenn er am Reh kommt, ne? Nicht schlecht, dass er das entsprechend merkt. Alles ist auch nicht perfekt. Zum Beispiel die Funktion mit dem Beladen, mit dem Gabel vorne, ne, vom Traktor. Aber ich sag mal so, die Entwicklung ist da. Vielleicht kann ich da hier erstmal jetzt abgucken, was da gut ist. Und die können wir nur wenden, auch wenden. Hier rechts abbiegen. Das fällt lieber brach. Ne? Wie gesagt, der KI muss immer ein Jahr, ja, im nächsten Jahr entsprechend Felder bestellen teilweise. Und, das ist ja halt so. Ne? Im ersten Jahr ist es ein bisschen ungünstig. Und Season macht das am Anfang alles auf Null. Die ganzen Felder. Sonst würde Season auf Dauer durcheinander kommen, das wäre nicht so gut. Also wer eine Karte anfängt und mit das Getreide her, was drauf ist, müsste erst im nächsten Jahr entsprechend starten. Und wie gesagt, am besten ist es für, ja, wir machen den Reifen breit. Takt auf recht breit Reifen. Das ist besser für den Mod. Den Reifen mag er da nicht. Da würde auch gehen. Also für die Straße wäre nicht so ideal, ne? Könntest du ja mal testen, ne? Dass andere Werte gibt. Wenn wir jetzt blau draußen was machen, ne? So. Das waschen wollen wir nicht. So müsste ich es auch wieder nicht. So. Konfigurieren. Trellerbock können wir lassen. Standard. Radgewichte, Breitreifen, Zwillings, nee, Rad. Breitreifen plus Gewichte, schwerer machen nicht nicht sinnvoll. Hinten können wir machen. So. Konfigurieren. PS-Halter geht eh nicht höher. Ich dachte 455 PS, das ist ganz gut. So. Jetzt hat er Breitreifen. Müssen wir auch anhängen. Und dann fahren wir eben mal das Gras entsorgen. Und gleich mal voll tanken, das können wir gleich mal vorne machen. Wenn wir geradeaus wieder fahren, ne? Das ist leichter, wenn das an die Kurve kommt. Gewisse Dinge sind halt immer ungünstig, wenn es zu eng ist, ne? Also hier ist es schwierig. Hier ran und tanken gleich mal. So. Start. Kauft der Diesel von der Tankstelle. Deswegen haben wir keine Rechnung jetzt. Die Rechnung kam vorher, weit vorher. Und links ist die Mischpulverfabrik. Könnte man kaufen und da verwenden. Könnte, muss man nicht. So, jetzt machen wir irgendwie BGH ran. Hier Schweine. Rechts ist Lager für normal Getreide. Das nutzen wir hier wahrscheinlich nicht. Nehmen wir Hof 3. Oder die Felder halt in der Nähe sind. Versuchen wir das Gras jetzt in Silo zu kriegen, der jetzt auch leer geht, weiß ich nicht. Hoffen wir nicht. Wir sind ja mehrere Silos, also wir verwenden erstmal das erste
Aber für Gras machen wir ausnahmsweise mal hier rein, weil ich hier separat nachher verdichten will und nur das Gras an sich verwenden will. Also so. Das ist immer auch noch mehr am Haufen, sonst würde ich viel stärker mitfahren. Ne? Am letzten Anhänger ganz nicht raus, hier schon, das passt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Geht's nur rechts rum. Links geht auch auf den Eng. Ah, da muss ich bei der BGA abkippen. Ein knapp Prozent war es auch nicht mehr gewesen. Den Rest, ne? Ein Punkt. Jetzt fahren wir so lang und unten am Stall vorbei und dann können wir geradeaus wieder fahren. Und zum ersten Hektar fahren, ne? Ist ja eingestellt soweit alles. Muss hier die Innern sich machen, ob das besser gucken kann. Ja, unsere Bullen, ne, wachsen gut hier. Das ist ein Potenzial für den nächsten RS, dass man da nach Möglichkeit ziehst und nimmt und als Fest und nach Möglichkeit Outright und Crossplay. Und dass die Rinder entsprechend dann auch als Kühe und Bull zu erkennen sind. Zumindest optisch, rein, dass man ein bisschen was erkennen kann. Ist ja nicht viel zu machen dran. Ein bisschen anders malen halt, ne? Diese kleine. Geht ja schon, ne? Ist ja halt Natur, man muss das ja nach darstellen können. Ne? Und sind ja alle erwachsen genug, dass man das dann auch erklären kann, was ist, ne? Wenn nicht so wie müde, ne? Und dass dann die Kühe auch so eine Art Nachwuchs auch entsprechend als Kalb aussieht und später dann als Jungbrille, ne, dann entsprechend, dass so im Körperbau auch nach Bullen aussehen, ne, also kräftiger gebaut sind, ein bisschen größer, dass es da mehr Rassen gibt. Rassen haben wir jetzt zwar auch schon, aber wie gesagt, bei Bullen, bei Mastrassen, da ist schon sehr viel, also da gibt es schon sehr viel. So, wir haben jetzt Breitreifen, da gucken wir, was das bringt jetzt hier für den Wert. Wir sacken ein, 12%. Wie viel weniger. Aber wir haben eine höhere Geschwindigkeit, ne? Der setzt sich besser durch. Ja, gut. Mag ein bisschen besser sein, ne? Aber viel zu merken ist da nichts. Interessant ist jetzt nur genau, ob wir jetzt nachher Pferdegras kriegen oder Gras. Kriegen wir nur Gras, dann ist es halt so, dann, die wir haben die Originalfahrzeuge genommen, also die dafür extra gemacht wurden. Ich habe vielleicht nächstes Jahr dazugenommen, hätte sein können, dass es auch nicht geht, aber dann haben wir zumindest beides ausgeflogen. Das war ein bisschen teuer. Aber was machen wir denn alles, ne, zum Testen, ne? Testen im Realleben live, sagen wir so, ne? Also nicht extra mal jetzt angefangen im Spielstand. Hey, wünscht mal allen einen schönen Samstag. Sehe ich gerade so, ne? Ich vergesse das meistens, entschuldige mal dafür. Und dann bricht es oft durcheinander von den Tagen her, weil das Kettle und Kopf da eine Reihenfolge hat. Ja, heute ist Mittwoch bei mir. Halb elf. Kriegst du langsam Hunger. Heute Nachmittag will ich ja hier die Marsch aufnehmen, nach Möglichkeit. Und dann morgen alles drei Sachen bearbeiten. Und den Rest am Freitag bearbeiten, also nicht ganz so schlimm. Das Bearbeiten dauert ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich sag mal so, für ein Video ungefähr 8 Minuten rendern ungefähr, ne? Ungefähr. So, jetzt wird die. Ich lasse den mal stehen, ohne anzuschalten. Und wir werden mal gleich mal den Brüder mal anfahren. So, wir werden mal manuell kurz fahren. Junge, du musst da rüber. Ah ja, die Klappe nicht auf, Junge, die Klappe muss aufgemacht werden. Ah.
Ja, aus Gras. Ja gut, dann haben wir es probiert. Fleisch ist der Auffahrt vom anderen auch nicht okay. Ja, da vorne ran, das ist ungünstig, ne? Ja, das ist alles. Ja. Hier müssen wir noch einstellen, Feld Nummer 29. Dann Nord. Das ist halt so, ne? Links, passt. Können wir anzeigen lassen. 20 km/h. Aktiviert. Ganz wichtig. Hier könnte man auch machen, hier, was ich hier auf 150 Meter. Ein Mausrad geht ganz schnell. Gießen. So. Jetzt wird der andere irgendwo mal zurückkommen. Der fährt da gerade lang. Und hier steigen wir ein. Und den werden wir auch einstellen. Und zwar. Hier werden wir einstellen auf Feld 29 N Nord, das ist 30. Das ist wichtig, damit er weiß, wo er den suchen kann, ne? Aber den auch entsprechend, sonst geht er irgendwo suchen, ne? So, einstellen. Hier machen wir auch mal kurz gucken, Kontrolle. Neue Fahrzeuge ist also meistens deaktiviert. Abstand müsste eigentlich der andere ausreichend sein. Und da hat kein weiteren da im Volk. Aber ich gehe auch mal 150 ein. Rechts. Und da können wir Arbeitmodus Feld einstellen. Der Bruder ist eingestellt auf Feldmodus. Ja, Gas. Muss er kurz rechnen. Kein Fahrt rechnen können, das ist gut. Kommt aber irgendwann nachher. So, dann wollte ich mal ganz kurz die anderen Fahrzeuge entfernen. Beziehungsweise jemand mal entfernen. Sonst das können wir ja hinterher machen, ausnahmsweise ist der andere fährt, ja, keine Ahnung wo er fährt. Der fährt zum Silo. Also ist gerade festgefahren, Herr Bruder. Ja, gut. Das müssen wir hier auch ändern, sonst geht das ja schief, ne? So. Dann gehen wir hier auf Big M. Der ist fertig. Und lassen. Dann fahren wir gleich Richtung der Kleewiese und da schon mal hinstellen. Mit Ballenpressen fange ich nächste Woche an. Oder ich mache halt gleich, man sieht aber auch, das erkennt als Klee, ne, oder als Gras. Und so sieht Lagebahn Gras brauchen wir nicht. Für die BGH habe ich nicht so viel. Der erste macht ja leer, ne? Also okay, da fährt das. Hat er gleich gefunden, den ersten Treffer. Ist auch logisch, dass er den ersten Treffer, ne? Bin ich mal gespannt, ob er als Luzerner anerkennt. Ne? Und hier wäre Klee. Schön ausgewachsen. Weißklee, Rohklee. Gibt ja mehrere Sorten. Rohklee bis größer. So. Gehen wir gleich. Der nächste kommt wieder und der erste fährt. Super ist es. Wie gesagt, der macht jetzt 20 km/h.
Gut, ist halt ein Mod, ne? Muss ich überlegen, was ich lasse. Wahrscheinlich ja. Zumindest die Ernte verläuft. Der zweite unterwegs. Breitreifen. Dann müsste eigentlich jetzt beim ersten, beim zweiten sofort anfangen. Ja, ich krieg nachher. Ich kann mir nicht andeuten, was hier das bedeuten soll. Die Schriftzug, ich weiß ich nicht. Aber hier ist die Optik gesehen ja so gedacht, dass man das als wenn man so gucken würde, ja, dann würde man sagen, okay, da hinten geht es immer weiter, ne? Rein optisch, ne? Und so ist das ein bisschen blöd, ne? Aber das ist halt so. Aber hier bei den Straßen ist es so gemacht worden, dass ich da mal so. Wäre nett, wenn er den gleich nehmen würde, ne? Ja, das klappt. Es ist mir wichtig, dass die hier gleich weitermachen, hier sonst irgendwann mal bei der zweiten Runde das Probleme, ne? Die Seite macht auch nur Gras, ne? Das ist komplett der Mod-Fahrzeug und ja. Ist halt so, ne? Aber zumindest die Arbeitsbreite von einem Meter halt, ne? Gut, das ist nicht ideal, aber ist halt so. Optimum, mal kurz gucken. Den umsetzen. Zum nächsten Feld, das ist 47. Und da nächste Woche anfangen mit Böden, ne? Zum nächsten. Na, wollte mal gucken wegen die Lase, ob das mit den Zähnen klappt. Also die Ernte jetzt mit Pferdegras klappt jetzt zwar nicht als Pferdegras, sondern als nur als normales Gras. Ja gut, ist halt so, ne? Wo jetzt mein anderes Fahrzeug hin ist, mein Holland, muss ich auch noch rausfinden. Und den fahr gleich rauf. Straßen allgemein freilassen, den Auto fahren. Ich weiß nie genau, wo wir lang fahren, ne? Das sah schon fast reif aus. Erstmal suche ich noch Hollandfahrer. Ja, das ist ungünstig, wie die Bäume hier, ne? Wer hat die hier hingebaut? Ja, da müsste ich mal mit der Fräse alles ein bisschen mal wegfräsen, ne? Aber es kann sein, dass Kurs raufreift, das hinkriegt hier. Sieht so aus, da kommt er hin. Das bekommt er hin, das ist gut. Bin ich zufrieden. So, mein Verdichter. Wie gesagt, das Getreide sieht noch näher sehr, sehr weit weg aus von reif. Das ist noch. Das dauert noch ein bisschen, weil es auch noch grün im Wachstum, ne? Das ist nur klar. Gerste. So. Noch Holland, bist du. Ach, ich wollte testen. Das ist ganz wichtig. Der Holland ist so wichtig. Den schaffen wir auch nächste Woche irgendwann. Einsteigen. Zumindest ein Probefahrer mal, ne? Das wirklich so. Ich mache mal hier vorne gleich. Grasfeucht. Gut. Der erste Ballen war eh grasfeucht, das muss man dazu sagen. Das ist nun nicht das Problem. Das war ja grasfeucht gewesen. Und nicht wird man jetzt. Der zweite ist entlein. Luzernefeucht. Gut, das klappt schon mal, ne? Der erste war ja Gras, da war der Rest vom anderen Feld. Und hier ist Luzernefeucht. Das klappt. Z.
Jetzt halt mal hier. Wo denn der abkippt, ne? Und uns einwickelt. Das soll auf jeden Fall tun. Und sein optisch sieht nur aus wie Gras. Nur wir sollen hier entsprechend vorne beginnen. Den müssen wir runterräumen. Jetzt wieder abwarmen. So. Machen wir aus. Wir werden auch beim nächsten Mal, wenn die starten können oder vom Startpunkt halt, ne? So, angucken. Silo-Luzerne feucht. Na, feucht ist nicht so. Also Silo-Luzerne und anderes Gras. Ah, okay. Nehmen wir jetzt hier rüber hier. Weil nicht im Weg steht, ne? Am nächsten Mal vergessen wir mich garantiert. Also normalerweise wird so ein Ballen keiner heben, ne? Also. Das sind schwere Divals. Also so gepresst. So. Silo-Luzerne, das klappt. Mais, Pferdegras mit Häckseln, das klappt nicht. Vielleicht mal. Oh, kriegen wieder Regen. Vielleicht beim Ballenpressen vielleicht. So, aber tschüss. Ciao, ciao. Noch ein dickes Dankeschön. Schönen Restsonntag. Ne, Restsamstag. Ja, Samstag haben wir erst. Und trotzdem lange Folge machen. Schönen Restsamstag und morgen geht's weiter mit Pferdegras und Ballenpressen hier in Thüringen. Tschüss und dickes Dankeschön für fleißig reinschalten.